So, wir machen weiter mit der Montage von Fallen Spike. Geiler Beat. Also ich fühle so ein bisschen, bei dem Beat finde ich es auf jeden Fall nice, so mit Slow-Mos und Speed halt so richtig zu arbeiten. Also die Ansätze sind nicht ganz nice. Leckt das? Ja. Nee, eben nicht. Ja, er hat gute Ansätze versucht, so für den Sync oder so, aber ist halt jetzt nicht so optimal 10 aus 10 gelungen. Aber, ja. Oha, okay. Tja. Was die GRG, dank dir bin ich in der Maikazucht, all die AFG und kaufe mir eine Frucht. Was die GRG, war ganz nice, war lustig, aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. So, Kakashi Edits. Was schreiben die Atzen? Das Ende legendär zu wild. Oha, okay, du musst jetzt. Da warte ich ja jetzt, ja, was? Ich glaube, er hätte in der Stelle im Sync noch ein bisschen mehr rausholen können. Also der Sync ist gut, aber der Effekt, der halt jetzt zum Beispiel zum Bass dazukommt, ist einfach nicht so crazy. Die Transition war ganz nice. Der Beatübergang war gut. Aber zum Beispiel das Einbauen, das muss für mich so zackiger sein. Das muss halt ein geiler Moment sozusagen sein. So bup, bup, bup. Ne, aber ist ganz cool, also Props. Was haben wir hier? Auf jeden Fall schon mal eine stabile Auflösung, glaube ich. Nee. Hab mich gehört, sorry. Oh, was war da? Der war cool. Mit dem Sound-Edit dazu. Ein bisschen too much. So, Morilein, Attacke, komm. Junge, Sonne blendet einfach Sonnenbrille. Junge, also. Ey, es muss doch auch, also bei aller Liebe, aber wie kann man denken, dass der Effekt geil aussieht? Nee, aber Real Talk, Bruder. Das kannst du mir doch nicht antun. Einfach im Nether, ja. Oha, Junge, was habe ich denn für Pillen geschluckt? Hab das kurz edited in 1-2 Stunden. Weil ich keine Zeit habe, also nichts Besonderes. Es war nice, Bruder. Der Edit war sick. Also für mal so schnell 1-2 Stunden. Color Correction ist nice. Also die davor war besser als die jetzt. Aber gibt nicht so viel zu sagen, ne? War halt ein 10 Sekunden Edit. So, wir machen mal weiter mit Richie. War auch vor 2, okay. Hä, irgendwie, also Bruder, mittlerweile einfach nur noch so 10-Sekunden-Montagen. Ich fand's geil. Hä, der Beat-Sync ist halt nochmal, also ich fand's, also Real Talk, ich fand's geil. Es war jetzt mal, es war was ganz anderes mal. Aber ich finde gerade das Sound-Editing eigentlich ganz gut gelungen. Also, ihr müsst mal achtet mal auf den Beat und auf die Soundeffekte. Das macht schon noch so viel mehr her. Fand ich sehr, sehr cool. Schade, dass sie so kurz ist. Selbst das Deal-Shit, da würde ich normalerweise sagen, Alter, was ist das für ein Random-Effekt, so ein Random-Ass-Effekt, aber. Wir machen weiter mit, Nectric. Der Beat ist so wack. Ey, man kann, egal aus was für einem schlechten Beat, so einiges rausholen. Hi, Sisters! Ah, Bruder.
das heißt, das war halt sick, Bruder. Aber ansonsten, der Edit war jetzt nicht so übertrieben crazy, geil. Aber danke für den kurzen Lacher. Wir machen mal weiter mit Yastas. Oh, wenn jetzt so der Beatwechsel kommt, ist geil. Ja, ist gut. Also ist eine nice Idee, finde ich. Der Sync ist drauf. Oh, er nimmt ihn auch noch mal mit. Junge, ey. Flex. Lol, er hat einfach die Beats über... Alter, er hat einfach aus... Der Zoo-Beat war scheiße, deswegen hat er einfach den anderen noch drüber gelegt. Hä, hey, aber über die geile Idee. Hä, hey, wie geil das klingt dann, ne? Hä, hey, es passt einfach voll. Ey, geile Idee, Bruder. Geile Idee. Also das hat nochmal alles zum Ende nochmal richtig aufgewertet. Ich finde die Idee saugeil, Brudi. So, Freunde, wir kommen zu Silas. Silas, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie du jetzt Zeit hattest, das hinzubekommen. Eine Montage so nebenbei zu schneiden. Ich fand die Lieder von Basti nicht so nice. Deshalb einfach mit einem anderen Lied. Tja, dann werden wir uns den wohl nicht angucken können, ne? Aber erstmal Night Lovell wieder für die Props. Nein, Silas hat schon was drauf, das ist schon geil. Ey, ist geil. Ist schon sehr sick. Also vor allem das Einbauen, das ist mit Abstand, also er hat's, finde ich, von allen, die wir jetzt bis jetzt gesehen haben, hat er das Einbauen am besten halt irgendwie in der Montage verpacken können. Weil voll viele machen einfach so diese, machen es einfach so voll langsam und er ist einfach und es ist einfach geil, wenn du es anguckst. Ist schon ganz cool. Und vor allem ist also der Anfang halt auch, ne? Hier die Transition ist auch sick. Vor allem das sind so kleine Details, so weißt du? Es passt halt einfach perfekt, warte. Sehr, sehr gut. Gute Arbeit, Silas. So, ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, dass da noch ein paar Atzen im Chat geschrieben haben. Le Melody hat auch eine gemacht. Der hatte damals die hier gemacht. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch schon ein bisschen länger her. Ist über, ja, fast anderthalb Jahre her, ne? Die war auf jeden Fall ganz nice. Wir gucken mal. Worktime eine Stunde. Mal gucken, was rausgekommen ist. Bitte hast du die richtige Musik. Sehr gut. Achso, ja, das sind die Clips, ne? Also das hier in dem Fall. Danke, dass er den Beat genommen hat, aber auf jeden Fall. Ist halt schade, dass er nur eine Stunde gemacht hatte. Mich hat halt interessiert, was er gemacht hat. Er hat da jetzt ein paar mehr Stunden reingesteckt sozusagen. Aber dafür ist es auf jeden Fall sehr nice. Das ist ja das, was ich halt haben wollte. Dass einfach Leute, die halt Erfahrungen haben, so im... Also einfach generell Erfahrungen haben in Minecraft-Montages... Die halt einen geilen Edit zu dem Beat machen. Und das hat er auf jeden Fall gemacht. Ich finde, das passt auf jeden Fall. Weil, keine Ahnung, so voll viele widersprechen mir dabei, dass der Beat irgendwie, ja,
der ist jetzt nicht so killer geeignet, so für eine Montage, ja, aber das ist ja auch ein bisschen die Herausforderung. Ich finde, der macht halt voll die Stimmung, so der Beat. Ich weiß nicht, wenn ich eine Montage gucke, dann will ich einfach nur einen Vibe. Einfach Radio. Oh, die Transition war cool. Also, die Color Correction finde ich nicht so geil, ist mir ein bisschen zu dunkel und ich verstehe nicht, warum, das triggert mich sowieso schon allein bei Varo-Videos oder bei irgendwelchen Projektvideos, wo Blackbars einfach sind. Genauso jetzt hier, warum ist die Hotbar geblurrt, Alter? Junge, das triggert mich so übertrieben, der Blur oben und unten. Oh, tschüss, oha, wer bin ich auf einmal? Aber die Transition war geil. Und jetzt kommt der Beatübergang. Ja gut, also irgendwie, also jetzt hat die CC auf jeden Fall richtig gut gepasst, fand ich. Also weil es dann irgendwie so einen dunkleren Vibe hat und so irgendwie so voll gewittert ist das. Junge, hä? Übertrieben geile, also hä? Richtig geile Idee. Warte, da habe ich gerade über den Zoo-Beat geredet, ne? Dass ich den hoffentlich nicht mehr hören möchte. Muss. Und jetzt kommt er. Nee, hä, voll geil, Bruder. Ich find's halt voll geil, wie du halt mit so zwei, drei Kleinigkeiten nochmal die Montage so aufwerten kannst. Der Beat ist so scheiße, aber der Edit passt. Junge, das kannst du. Ich hab den Beat noch nie so lange gehört, als ob der Beat halt. Nee, sehr, sehr geil. Sehr gut. Props gehen raus, Brudi. So, guck mal an, was Ken hier am Start hat. Wenn er meint, dass er nochmal eine richtige machen möchte und das jetzt nicht fertig ist und so, ich bin gespannt. Oh, das gefällt mir. Oh, ich bin auf den Übergang gespannt. Ah nein, es kommt keiner. Ah. Ja, mach auf jeden Fall noch zu Ende, Bruder. Ich bin gespannt. Sehr, sehr geil. Aber der Rig auf jeden Fall am Anfang sieht schon mal killer aus. Sehr, sehr gut. Oh, da bin ich gespannt. Okay, krass. Warte, bei Ante muss gerade noch verarbeiten, Junge. Ante hat... Oh, ne Moment. Oha. Einfach 4K. Einfach Torwart. Oh, geil gemacht. Sounds sind geil. Sehr, sehr cool, Ante. Hier fand ich es halt ein bisschen, also Gameplay war prinzipiell manchmal so ein bisschen zu schnell, finde ich. Da hättest du echt einfach ein paar Slow-Mos reinballern können, finde ich. Wie jetzt zum Beispiel, da war es halt geil. Und hier ist halt auch sehr geil. Und generell so Sound-Editing fand ich sehr gut. Gefällt mir. Sehr, sehr sick. Freunde, das war's. Clap in Chat, das waren die Montagos. Montagen Teil 2. Sehr, sehr schön. Dankeschön an alle Atzen, die was gemacht haben, die sich Arbeit gemacht haben. Und ja.